Hallo liebe Freds und herzlich willkommen zu einem neuen Video aus der frischen Filmreihe hier bei Fred Carpet. Es geht in diesem Video mal wieder um einen Netflix-Neustart, der jetzt seit ein paar Tagen auf dem Streamingdienst verfügbar ist. Die Rede ist von SpongeBob Schwammkopf, eine schwammtastische Rettung. Ein neuer SpongeBob Schwammkopf-Film, der ursprünglich, wie das momentan bei sehr vielen Produktionen so ist, ins Kino kommen sollte, aufgrund von Corona verschoben wurde und nun eben bei Netflix gelandet ist. Was soll ich über den Film sagen? Wer SpongeBob-Fan ist, dem brauche ich gar nicht groß die Welt irgendwie erklären. Aber ich möchte natürlich rudimentär anreißen, worum es geht. Es ist der dritte Film aus der SpongeBob-Schwammkopf-Reihe. Nach mittlerweile über 200 Folgen der Serie ist es nun, wie gesagt, das dritte Mal, dass der Film oder dass die Figur SpongeBob und alle ihre Freunde auf die große Leinwand kommen. Wir hatten 2004 den ersten Film, der einfach nur der SpongeBob-Schwammkopf-Film hieß. Wir hatten 2015 den zweiten Sponge Out of Water. Und nun haben wir eben, jetzt ist nicht ganz so viel Zeit vergangen wie zwischen Film 1 und Film 2. Jetzt sind nämlich nur 5 Jahre später und wir haben eben eine schwammtastische Rettung, in dem es darum geht, dass SpongeBobs geliebte Hauskatze, nein, natürlich nicht Katze, Hausschnecke, Gary verschwindet, denn eine sehr böse Figur, von der ich gar nicht groß sagen möchte, was das für eine ist, hat sich seit sehr langer Zeit Schnecken und ihren Schleim zu eigen gemacht, um die eigene Jugend zu bewahren. Ich glaube, so könnte man das ausdrücken. Und als die aktuelle Schnecke dieser Figur leer ist und nicht mehr funktioniert als Beauty-Produkt, wird Gary eben entführt und das bekommt SpongeBob mit, weil es natürlich sein allerbester Freund ist, begibt er sich zusammen mit seinem ebenfalls sehr guten Freund Patrick auf eine wagemutige Odyssee, um Gary wiederzufinden. Und dann haben wir eben eine typische Roadmovie-Struktur. Die beiden Kumpels erleben auf ihrer Reise hin in die Fänge des Bösen quasi. Erleben sie allerhand Abenteuer, treffen auf diverse Figuren, unter anderem auf Keanu Reeves. Das wurde im Vorfeld ja doch sehr laut kommuniziert, dass Keanu Reeves im neuen SpongeBob-Film einen Gastauftritt hat. Es gibt auch noch ein paar andere Cameos, die ich jetzt aber nicht spoilern möchte, weil die nicht so lautstark vorher kommuniziert wurden. Es ist auf jeden Fall, sind so einige Leute dabei, von denen man das vielleicht nicht unbedingt erwartet hätte. Und das ist so grob die Handlung, die, das muss man tatsächlich sagen, relativ vorhersehbar ist und auch relativ geradlinig erzählt wird, erst recht für einen SpongeBob-Film, wo mich der Film tatsächlich relativ früh an einen anderen Animationsfilm der letzten Jahre erinnert hat, nämlich an The Lego Movie. In The Lego Movie hatten wir damals das Problem, wir haben eine unfassbar kreative Welt, die wir eben auch in SpongeBob haben. Und gerade SpongeBob ist von der Serie her ja noch sehr von einem anarchischen Meta-Humor auch geprägt. Und wenn man sagt, es kann wirklich alles passieren, dann stimmt das im Falle von SpongeBob. Man weiß wirklich nie, was passiert. Und gerade hier im Film haben wir dann eben auch, wie man ja zum Beispiel am Gastauftritt von Keanu Reeves sehen kann, haben wir dann eben auch diese Momente des regulierten Chaos, wo man dann eben merkt, okay, da haben sie die Quintessenz von SpongeBob, dieses Langlebe das Chaos, eben verinnerlicht und machen einfach das, worauf sie Bock haben. Was man zum Beispiel, um wieder zu meinem Vergleich zurückzukommen, bei Lego Movie damals auch gedacht hat. Da haben wir ebenfalls eine wahnsinnig kreative Welt. Wir haben genau den gleichen Meta-Humor gepaart mit sehr, sehr trockenem Humor. Und auch hier haben wir eben ganz viele kreative Möglichkeiten, weil wir auch verschiedene Altersgruppen bedienen. Das ist ja mit im Falle von SpongeBob mittlerweile auch so, dass die Fans mit der Serie mitgewachsen sind. 1999 kam die erste Episode der Serie raus. Also wenn man das mal zurückrechnet, mittlerweile sind sehr viele Fans mit der Serie erwachsen geworden, haben der Serie auch die Treue gehalten. Gleichzeitig kommen immer wieder neue Fans nach. Also wir haben da eben ein sehr, sehr breites Spektrum einfach an Humor, das wir bedienen können und auch müssen, und um wirklich alle Fans irgendwie zufriedenzustellen. Und gleichzeitig haben beide Filme, sowohl SpongeBob als auch The Lego Movie, eben das Problem, dass man das Gefühl hat, letzten Endes halten sich die Macher dann doch recht genau an die vorgegebenen Strukturen ihres jeweiligen Genres. Wir haben in Lego Movie eben das Problem gehabt, dass wir eine eigentlich recht unkonventionell erklärte oder in der Theorie unkonventionelle Heldengeschichte haben, nämlich mit einem Nicht-Helden in der Hauptrolle so gesehen. Letzten Endes macht sie aber die gleiche Heldenreise durch wie in so ziemlich jedem anderen x-beliebigen in Klammern Animationsfilm.
Film, egal ob Animations- oder Realfilm, wir erkennen einfach diese Struktur der Heldenreise. Und genauso haben wir das eben hier in SpongeBob auch. Wir haben eine Szene, um das direkt zu veranschaulichen, wir haben eine Szene in SpongeBob, in der Patrick und SpongeBob sich ein wenig über die Struktur klassischer Buddy-Road-Movies lustig machen. Da haken die beiden einmal wirklich im Schnellverfahren die Dramaturgie eines solchen Buddy-Movies ab, haben dann auch einige Etappen, die sie direkt mit erwähnen, wie beispielsweise, dass die beiden sich irgendwann streiten werden, weil es irgendwelche Missverständnisse gibt. Also sie machen sich einmal tatsächlich über diese Struktur lustig und sagen, ja, es wird genauso ablaufen. Und anstatt das zu nehmen und dann zu sagen, ja, aber wir machen es eben nicht so, weil wir sind ja SpongeBob, wir können letzten Endes machen, was wir wollen. Am Ende verlassen sie sich dann eben doch auf die Struktur und man fragt sich so ein bisschen, weshalb habt ihr euch denn davor so darüber beömmelt, wenn ihr dem Ganzen am Ende doch folgt. Das muss jetzt nicht unbedingt schlecht sein und ist es auch nicht. SpongeBob, ein fantastisches Abenteuer, ist definitiv kein Totalausfall, so gesehen. Aber er bleibt total hinter seinen Möglichkeiten zurück, weil er sich dann eben doch über weite Strecken so anfühlt, wie jeder andere Animationsfilm auch. Nur, dass man hier halt eben in der typischen SpongeBob-Welt ist, dass man teilweise so ein paar Pointen hat, wo man sagt, okay, in einem normalen, Mainstream-tauglichen Animationsfilm von, um irgendwas zu nennen, Illumination, DreamWorks, Disney, blablabla. In solchen Filmen würde der ein oder andere Gag nicht unbedingt drin vorkommen. Und natürlich haben wir dann auch die Szenen, wo eben ein Keanu Reeves beispielsweise auftaucht, weil er so eine Mischung aus Orakel und Gewissen ist und den beiden ihren Weg zeigt. Und dann sind da eben auch noch die Cameos der anderen Stars und das ist alles da, aber es fühlt sich die ganze Zeit nur so an wie so eine Entschuldigung. Denn die grobe Struktur, wie ich gerade sagte, ist ganz klassisches Animationsfilmkino. Und so die einzelnen Aspekte, die man erwartet, oder die einzelnen Bestandteile, die man erwartet, wenn man einen SpongeBob-Film hat, wo man sich ja auch noch auf der Leinwand viel mehr austoben kann als in der zeitlich sehr beschränkten Einzelepisode. Das ist dann doch am Ende schade, weil es dann immer so ein bisschen so wirkt, ja, okay, wir müssen die Masse bedienen, aber damit ihr euch dran erinnert, wo ihr hier seid, kriegt ihr da noch einen Gag und da noch einen Gag, da einen witzigen Cameo, da einen trockenen Kommentar. Und das wirkt irgendwie alles nicht so ganz homogen, was auch für einige Flashbacks gilt. Denn wer so ein bisschen im SpongeBob-Kosmos zu Hause ist, der weiß, dass schon seit einigen Monaten eine Serie angekündigt ist, eine Prequel-Serie, die die Kinderjahre der SpongeBob-Helden genauer beleuchten soll. Cap Coral heißt diese Serie, die 2021 auf CBS zu sehen sein wird. Und dadurch, dass die Serie komplett ohne die Beteiligung des mittlerweile verstorbenen SpongeBob-Schöpfers entstanden ist, sind da einige Fans durchaus kritisch, weil man natürlich nicht weiß, ob das der Schöpfer auch so gewollt hätte, weil er natürlich überhaupt nichts damit mehr zu tun haben kann, einfach den Umständen geschuldet. Und man merkt einfach, dass diese Serie eng mit dem Film verbunden ist. Und das meine ich im Hinblick auf Cross-Promotion. Denn wir haben immer wieder Flashbacks in die Vergangenheit. Zum Beispiel lernen wir, wie sich SpongeBob und Gary kennengelernt haben. Wir lernen generell, wir sehen so kleine Ausschnitte. Immer wieder haben wir eben Flashbacks in diese Zeit, wo sie alle im Kindergartenalter waren. Und das macht teilweise Sinn. Also die Szene, wie sich SpongeBob und Gary beispielsweise kennenlernen, die ist zuckersüß. Und wenn es eben auch um die Verbindung zwischen den beiden geht, hier im Speziellen, dann macht es ja auch Sinn, mal kurz zurückzutreten. Und einfach zu zeigen, hey, so haben die beiden sich kennengelernt. Das ist ja nun auch nichts Besonderes. Aber es ist eben so, dass es dann doch ein paar mehr Flashbacks zu diesen Szenen gibt und nicht immer das so sein, nicht so Sinn ergibt. Also die bremsen das ganze Geschehen in der Regel eher aus. Und da hat man dann wirklich den Eindruck, okay, hier soll eher Cross-Promotion für die Serie gemacht werden. Und das fühlt sich dann komisch an, weil auf der einen Seite sind diese Rückblenden natürlich immer auch Fanservice, denn so hat der Film auch für langjährige Fans immer noch einen Mehrwert und das ist natürlich super. Also ich meine, selbst wenn ich jetzt nicht der Hardcore SpongeBob-Fan bin oder einfach generell wenig Serien schaue und wenn ich mir dann Verfilmungen von Serien angucke, dann ist es für mich völlig legitim, dass da Szenen drin sind, die wirklich komplett auf die Fans zugeschnitten sind.
Aber es hat natürlich einen Beigeschmack, wenn man genau weiß, die Szenen, die da drin sind, die sind aller Voraussicht nach auch dazu da, um die Serie anzuteasen. Und erst recht, wenn sie eben inhaltlich zum Großteil überhaupt der Geschichte keinen Mehrwert geben. Und das ist da so ein bisschen fraglich, was das Ganze soll. Beziehungsweise man weiß, was es, oder ich kann mir vorstellen, was es soll. Es soll eben Werbung für die Serie machen, aber dem Film ist das nicht unbedingt zuträglich. Ansonsten, ja, insgesamt absolut solides Kino, das vor allem durch seine Optik besticht, denn wir haben hier das erste Mal ein SpongeBob-Abenteuer, das komplett im 3D-CGI-Look kreiert ist und sich trotzdem sehr stark an der Optik der zweidimensionalen Zeichentrickserie orientiert. Und das ist wirklich sehr, sehr gut gelungen. Sieht ganz, ganz toll aus. Ist eben aufgrund der Vorlage, aufgrund der visuellen Vorlage dann durchaus minimalistisch geworden, weil man immer wieder die Ursprünge erkennt. Aber das finde ich absolut wichtig, denn wir haben auf der einen Seite eben diese Frischzellenkur durch die Computeranimation, aber auf der anderen Seite eben auch die Rückbezüge auf die Vorlage. Und das ist wirklich ganz hervorragend gelungen. Auch die Sprecher sind zumindest für den aktuellen Stand der Serie allesamt die Wiederkehrer. Wir haben natürlich im Laufe der Serie ganz viele Wechsel in der Voicecast-Besetzung gehabt. Aber das gerade ist, also insbesondere Santiago Ziesma ist ja der Sprecher von SpongeBob, der sich die ganzen Jahre über eben durch die Serie gezogen hat. Der ist dabei und ansonsten hat man sich da auf die verlassen, die eben zuletzt auch dabei waren. Unter anderem aber teilweise auch noch ein paar prominente Gesichter dabei, wie Fariyadim unter anderem. Und das ist alles tatsächlich wirklich recht gut gelungen. An dieser Stelle ein kurzer Verweis darauf, dass auch mein lieber Kollege Dominik Porschen eine kleine Rolle als Kanzler hat und das wirklich sehr ordentlich macht. Ganz liebe Grüße an dieser Stelle. Schaut da gerne einmal auf seinem YouTube-Kanal Filmlounge vorbei, wo er auch nochmal über den Film spricht und über die Erfahrung, da eine Synchronrolle sprechen zu dürfen. Und ja, damit, das ist so mein Eindruck des SpongeBob-Films, der wahrscheinlich für Hardcore-Fans nochmal ein bisschen mehr bietet. Das ist bei solchen Serienverfilmungen natürlich immer so. Aber im Großen und Ganzen leider so ein bisschen mit angezogener Handbremse gefahren. Da wäre definitiv mehr drin gewesen. Und so hat der Film dann zwischendrin leider doch einiges an Leerlauf, obwohl er nicht mal besonders lang ist. Und obwohl man sich ja eigentlich alles hätte erlauben können in Sachen Tempo, in Sachen Witz. Aber gut, so ist es nun mal. Okay, Angelegenheit, kein Totalausfall. Jubelstimmen breche ich auch nicht aus. Also ich denke, ihr wisst da ungefähr, woran ihr seid. Damit bin ich durch. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und wenn dem so ist, dann lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen. Und generell würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, damit ihr jederzeit auf dem neuesten Stand seid, was neue Videos auf Fred Carpet angeht. Mit uns in Kontakt treten könnt ihr wie immer über die sozialen Netzwerke Facebook, Twitter und Instagram. Und dann überlege ich rasch, was es noch diese Woche bei uns gibt. Unter anderem ein paar Podcasts zu dem neuen Elias Mbarek Netflix-Film. Es gibt neue Kritiken, unter anderem zu der wunderbaren Mr. Rogers und noch ganz viel anderen Kram. Ihr werdet da auf jeden Fall über Instagram vor allem auf dem Laufenden gehalten. Schaut da gerne mal rein. Und ja, ich freue mich sehr, dass ihr zugeschaut habt. Wünsche euch ganz viel Spaß beim Filmgucken und dann hören oder sehen wir uns ganz bald wieder. Ich freue mich. Bis dahin. Tschüss.